Hallihallo zu einem kleinen weiteren Tutorial. Es kam dann nochmal die Frage auf, nachdem ich das erste Video gemacht habe, wie man ein großes Landepad überbaut, wie das denn mit den kleinen, einfachen Landepads ist, ob das auch geht. Natürlich geht das auch. Ich kann das mal kurz zeigen. Die Rede ist ja von diesem Pad. Ich habe hier eine Plattform schon vorbereitet, die kann man ja nur. Die docken ja nirgendwo an, sondern man kann die ja nur auf eine Fläche drauflegen. Also baut man sich hier erstmal so ein paar Steinplatten hin, damit man die da ablegen kann. Ich mache mal die Baukamera an. So. Ja, vielleicht kommen wir ein bisschen höher, ein bisschen. Ja, so ist besser. Okay, das muss man das ein bisschen austarieren. Ich mache es mal so. Um dann ungefähr die Mitte von dieser Platte zu finden. Und bei den Steinplatten geht es eigentlich ganz gut, weil man da Linien hat, an denen man sich orientieren kann. So, das ist ungefähr die Mitte. Ich leg das Landepad so ab, baue dann wieder mit dieser halben Wand oder fünfte Wand, wie immer man das nennen mag. Nicht runter, sondern diesmal hoch und setze dann einfach die Steinplatten dann da dran und überbaue somit letztendlich ziemlich cool die Steinplatte, das einfache Landebett. Es ist halt eben nicht symmetrisch, das ist leider so, aber man hat hier eine ziemlich coole Animation dann. Kann weiterbauen wie das andere Bett auch, kann auch sein Schiff holen, wie man das gewöhnt ist, und hat hier noch diese Lichter, die halb rausgucken. Das sieht also wirklich ziemlich nice aus. Ich finde, das sieht sogar noch besser aus als die großen Landefelder. Gut, Schiff kann man holen. Ne? So, da kommt's. Schauen wir mal. Okay. Das war's dann. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Mausezahn ist hier angekommen. Ich zeige euch auch noch mal kurz, warum der Mausezahn heißt. So, da ist Mausezahn, weil er Mausezähne hat hier vorne. Ich sage tschüss, auf Wiedersehen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bis bald mal wieder. Bye bye.